Ebenfalls herzlich begrüßen, so wie es immer früher getan habe, und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder so zusammen sind, wie wir früher einmal waren, und ich gratuliere ganz besonders den ganzen Gruppen, die seit Ehen für Frohsinn und Heiterkeit gesorgt haben
Und die haben oft noch ein bisschen Senf dazu gegeben. Haben auch dann mal das Plätzchen gemacht, das werden heute auch geschehen, wahrscheinlich sollte auf die Lauf passen. Ihr darf nicht alles glauben, was ich sage oder bringe. Und damit es jetzt gleich weitergeht, tun wir gleich Programm. Die erste Dinge machen da, gell? War nicht bei meiner Knepperin, haben wir da, gell? Der Max Sei haben wir da, schau mal, die ganzen Funks sind da, mein lieber Freund da. Der Marsch ist schon gewesen, der gibt es eigentlich so, die bin jetzt auch da. Und es kommen zwei Stinkel von Riepel und Sepp, zwei oder aus? Ein Stinkel von Riepel und Sepp. Und dann eins mit ohne Riepel, oder was? Nachher, als zweites kommen wieder der Hans Stuff mit Nena Monika, die Geschwister. Fällt mir gerade ein, von Stuff, mein Gott, nach. Das ist mir gerade hingefallen, das waren die vier, haben gewusst. Da hat der Riepel der Bürgermeister war. Hat eine Mode angestellt, auf die drei Wiesen, gell? Und da waren Meister dabei, Bürgermeister, Sattlermeister, Schreinermeister und dann der Meister, der sehr ein bisschen Brot getrunken ist bei uns, gell? Und da war der Demmel Veit, war der Spitzenmoder, gell? Und der hat gewetzt und der hat jetzt gemacht und hat er wieder gewetzt. Auf einmal hört man sich, brrrr, der Typ am Mord, fragt, was ist denn los? Dabei hat es Kumpfwasser gesoten bei Und jetzt zwei Stickel, extra anschließend dann von den Lucknerbuben und zwei Lidl, Dämmel Hans, Meuderle und Dorothea. Gratuliere, Dorothea, ich bin der Nächste. Du bist der, ich bin gerade runter. Gell? Also, ab jetzt an die Wehre. Von fern, sie sehen.
Stutzer, hoff ich dich gern. Sag's nicht, dass ins Winter sich Strom auf der Ohren. Drum lade mein Stutzer, hoff ich dich gern. Sag's nicht, dass ins Winter sich Strom auf der Ohren. Ich muss nicht mehr schnell, ja, höre ich.
Sonntag, da gehen wir spazieren davor. Da wollen wir die los, rasieren davor. Damit die nicht so viel brauchen davor. Steig ich über die Hörbelrolle auf davor. Damit die nicht so viel Geld brauchen. Steig ich über die Hörbelrolle auf. Und hier ist der Zeit, wenn es so geht. So bleib ja los, die Sand stehen davor. Und jogge von Farmers Jungen auf davor. Du sieg ich auf Böden, nicht drauf davor. Schau, ihr brav Farmer, so nau. Du sieg ich auf Böden, nicht drauf. Ich denk mir auf praktisch hinauf. Und nicht mehr das Böden, nicht auf davor. Es kratzt in das Wort ziemlich schwer. Wir auf dem Kind, wo das nicht lernt. Es kratzt in das Wort ziemlich schwer. Und wie ist der Römer, der sitzt davor, vom Kraxen ganz fährt, da liegt Schwitz davor. Du kommst mal ein Licht bei ihm dran und setzt dich gerade unter mein Bahn. Du kommst mal ein Licht bei ihm dran und setzt dich gerade unter mein Bahn. Jo, ihr liebter Römer, so sitzt du da, du, wenn du willst. Ist ja Forschung, nicht so. Ich hatte dem so still in der Fall, und Gott muss der Leben, wo er will in der Fall. Er nimmt sie beide Hand in der Fall, und so ihr alle Hand in der Fall. Er nimmt sie beide Hand und sagt ihr alle Hand. Er sagt, ich bin ein Christ, wir vertrauen der Fisch davon. Vertrauen wir da drüben auf den Herrn davon, der wird uns die Kinder ernähren davon. Vertrauen wir da drüben auf den Herrn. Wert uns die Kinder mehr. Durch drei Holzbuben vom Bahn, Bagasche geht's nicht einmal vorne davor. Wenn ich oben gibt's, jage ich den Herrn davor. Der euch soll die Kinder mehr davor. Wenn ich oben gibt's, jage ich den Herrn. Der euch soll die Kinder mehr. Die beiden sind schon ganz dumm davor und glauben, der Herr wird schon kommen davor. Die brennen lieber Stock, lieber drauf davor. Die heute verloren mein Bauch. Die brennen lieber Stock, lieber drauf. Die heute verloren dein Bauch. Zwing, zwing, giri, 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 giri.
Ja, aber das Gstauch, ja, der Rand hat diese Ziege wohl gebildet. Ja. Vorhin habe ich den Altjägermeister gehabt, jetzt betrifft es den heutigen Jägermeister und auch den Herrn Pfarrer. Der war schon früher da war nicht alles. Da war der Fremdverkehr so begonnen, gell. Und da kam eine Anfrage, ob EC vorhanden wäre. Und der Jägermeister studiert bei EC, was heißt denn das? Was könnte das sein? Ach, gehen wir zum Pfarrer. Der studiert, der wird schon wissen, haben sie beide studiert. Auf einmal sagt der Pfarrer, ja, siehst du, der Thomas, das ist unsere neue Waldkapelle. Da haben sie einen Brief geschrieben. WC vorhanden.
eine halbe Stunde vom Ort entfernt. Sonntags großer Andrang, sodass Platzfahrten notwendig sind. Knie- und Sitzgelegenheit. Sonntags Orgelbegleitung. Akustik einfach hervorragend. Zum Schluss Geläute mit allen Glocken. Wir machen schnell weiter, wir haben noch so viel, ein großes Programm. Da kommen jetzt zwei Stücke, Zitter von der Steuer, Firmen, Monika und Regina und Anni. Zwei Stücke von der Zitter. Dann kommt zweimal die Plattlergruppe und zweimal die Volkstanzgruppe. Also viel Vergnügen. Servus. Thank you.
Was, sagt er? Dachte ich nur, weil das kommt gar nicht in Frage. Und da geh ich gleich zum Pfarrer. Da ist er zum Pfarrer gegangen, gell? Der Pfarrer, das gibt doch nicht. Mein Bruder ist ja so intelligent, so Ding. Der schaut, der hat nicht einmal gewiss, sagt der Pfarrer, dass Jesus gestorben ist. Aber der Vater, was? War er länger dran? In der Schule, da ist das erste Schuljahr, erste Band, da sitzen drei Schulen. Da kommt der Lehrer her und sagt zum ersten, na, wie heißt denn du? Ich heiße Hansel. Ach so, zu Hause. Aber in der Schule heißt es jetzt Johann. Jawohl, der Lehrer. Und wie heißt du? Ich heiße Seppel. Ja, zu Hause. Aber in der Schule heißt es jetzt Josef. Jawohl, jawohl. Dann ist er zu mir gekommen. Und wie heißt du? Der Lehrer hat mir gesagt, ich weiß es jetzt schon. Zu Hause heiße ich Kurt und in der Schule Joghurt. Da ist ein Amerikaner auf Urlaub in Kals und sieht, wie der Bürgermeister mit dem großen Traktor auf dem Feld arbeiten durch. Amerikaner sagt dann, um Gottes Willen, du hast einen großen Traktor, aber kleines Feld. Ich zu Hause, großes Feld, ich fahre einen Tag lang von einem Ende zum anderen. Sagt der Bauer, das ist der Bürgermeister, also ein ganz Jungfrau, ja mal was. Es kommt jetzt gemeinsam das Lied, sechs Strophen am Glockenspitz. Und anschließend kurze Pause. Alles klar. Antreten, bitteschön. Bei Innsbruck geht er hier auf, da fällt die Frau zur Tür hinaus. Gell? Und vis-à-vis sitzt ein Herr und sagt, ja, haben Sie gesehen, dass die Frau zur Tür hinausgefahren ist? Ja, ja, weil ich habe es gesehen, aber ich kann nicht lachen, ich kann es Kiefer gebrochen. Ja.
Zitterstickel vom Glockenspiel von Luca. Viel Vergnügen. Auf geht's, bitteschön. Fester kommt der Winter wohl.
Bilder vom Maurer. Wir müssen eigentlich froh sein, dass wir den Maurer bekennen, gell? Aber dem hat es auch ein bisschen Spaß machen, lieber. Der Herr Reus, der hat da so verputzt oben außen, auf dem fünften Stockwerk oben, also auf dem Gerüst. Und nebenan ist ein Fenster, nur da so verputzt, da sieht er gar nicht vom Fenster, da kommt eine Wärme ins Zimmer rein. Gell? Gut. Er hat weiter geputzt, gell? Dann haben sie gefragt, und wie ist es nachher gegangen? Ja, dann hat die Dame ausgezogen und hier wieder weiter geputzt. Und was ist nachher geschehen? Da kommt ein Herr hinter bei dir und der zieht sich auch auf. Was? Ja, haben sie sich ausgezogen. Ja, und was haben sie nachher gemacht? Dann haben sie sich geputzt und dann sind sie ins Bett gegangen, gell? Ja, was ist nachher gewesen? Nachher ist Licht gebrochen, weil so viel Maurer eingeschaut hat. Beim Bild steht geschrieben, tut der Bauer Sensenfänge. Ja? Da kommt der Italiener und schaut so. Und dann sagt er, na, schönes Wetter heute, nicht? Und der Bauer hat gesagt, das weißt du selber sehen, und er gar nichts gesagt. Ne? Was, hier in diesem Tal, viele doofe Menschen, was? Ah, oh, da brauchst du nichts denken, da hat er gesagt, noch 14 Tage, dann waren sie alle wieder hart. Französisch ist ganz leicht. Zum Beispiel, die Lampe, Plafond. Der Zahnarzt, Monteur de Visage. La mère, die Mutter. Nur mehr, der Vater. Malheur, das Kind. Grau Malheur, die Schwiegermutter. So, wir werden wieder weitermachen. Und zwar kommt es, kommt hier, gell? Zwei Stickel von der Zitter mit Feuer, Monika, Anne und Bettina. Auf geht's. Viel Vergnügen, wieder schauen. Thank you.
meinen Kollegen beim Hauptmeister verabschiedet. Ein Urlaub, ab in Urlaub. Wie man das macht, ja. Herr Hauptmeister, ab in Urlaub. Was sagt er, diese Schlappschwanz, die ganze? Was glauben Sie denn überhaupt? Sie müssen erst einmal was machen. Sie müssen einmal ein russisches Gewehr bringen und ein paar Gefangene. Jawohl, Herr Hauptmeister, ich dran durch die Front durch. Da und da bei Kiew über das Unzeit auf und hinter Moskau über die Schottreiter. Und ich sage, Herr Hauptwachtmeister, ich habe 5 Russen. Bravo, bring sie her. Die lassen mich nicht aus. In der Schule sagt die Lehrerin, er kann mir einen Satz bilden, wo einmal BF vorkommt. Der Kanzler. Der Bauer fliegt. Ja, prima. Wunderbar. Aber jetzt, wer kann mir einen Satz bilden, wo zweimal BF vorkommt? Das heißt, der Bauer fliegt mit dem Flug. Ja, das ist ja großartig. Wenn man jetzt einen Satz bringen kann, wo dreimal F vorkommt, der hat sofort Urlaub, kann nach Hause gehen. Das steht da. Der Max hinten auf, geht sicher zu dir. Hallo, Zifflehrling, so. Moment, da sagt er, Viertel, fundige Pflaume. Weil ich gerade von Russland erzählt habe, sonst habe ich mal Klarinett gespielt, auch bei der Musik. Jetzt heute probiere ich mal den Klarinettmuggel. Er wird nicht gehen, weil der Luft viel zu viel vorausgeht bei mir, viel zu viel auf der Tür. Der Peter wird mich begleiten, der Franz mit der Harfe. Hallo. Danke, danke. Das.
Nüsse und Eier von Goran auf das Wein. Ei, oh wei, er hatte kaum drei Tage. Ei, oh Tage, war ihm schon am Stopp bei ihr. Er hatte kaum drei Tage. Ei, oh Tage, war ihm schon am Stopp bei ihr. Die alte hat mich genommen, ohne Dokument.
Jetzt kommt die Bleibergruppe, die gestern Klappentanz. Achso, zwei Stückchen zum Schluss der Klappentanz. Ab geht's.
Gott, so geht ein Bürgermeister für den Sohn und die finanzielle Unterstützung. Mit einem klaren Zeichen des Vergeltskötts will ich Vergeltskötts sagen. Vergeltskött, das Wort Vergeltskött heißt und sagt dem anderen, dass er auf dem richtigen Weg war. Ich glaube, in dem Sinn allen Menschen für mir ein Vergeltskötts. Ein Vergeltskötts auch fürs Kämpfen und in dem Sinn ein guter Heimkehr und das nächste Mal wieder. Agnes, hier steht jetzt zwar am wenigsten zu, dir zu danken, aber ich danke ganz, ganz herzlich. Ich glaube, Isla hat gesagt, ich soll im Namen aller, die da sind, dir herzlich bei Vergeltskötts sagen. Ich sage nicht mehr, du hast eigentlich alles gesagt, Vergeltskötts. Thank you.